Hallo. In unserer hoffentlich bald beliebten Reihe Can It Run Crysis schauen wir uns heute mal an, ob Intels NUC 5 i7 RYH den Spieleklassiker flüssig darstellen kann. Das hier ist der größte bzw. potenteste der neuen NUC-PCs von Intel. Da ist ein dem Namen nach Core i7 drin. Es ist trotzdem nur ein Zweikerner, allerdings mit Hyperthreading und 3,1 GHz Basistakt. Und im Gegensatz zu den anderen NUCs, die wir schon im Test hatten, hat der 28 Watt TDP, der Prozessor. Das heißt, er darf also beinahe das Doppelte an Strom verbraten. Das sieht man hier am Strommessgerät auch ganz gut. Da oben wird nämlich laufend quasi sekündlich aktualisiert der Verbrauch angezeigt. Wir sind hier im Ladebildschirm von Crysis Warhead und brauchen gerade 40 Watt. Also das ist schon inklusive Wandlerverlusten, Grafik, Speicher, SSD und all sowas. Da sind wir also schon an der TDP-Grenze des Prozessors. Und wir haben 1080p, die native Auflösung des Monitors, eingestellt, sowie Gamer-Details. Das ist eine Stufe unter Enthusiast. Enthusiast wird der NUC vermutlich nicht schaffen. Und dann lassen wir uns jetzt mal überraschen, wie viele FPS im Spiel dann anliegen. Im Moment haben wir hier 220, 210, aber das ist wie gesagt nur der Ladebildschirm. Man sieht hier sehr schön, wie nach und nach erst die Texturdetails geladen werden. Das liegt an begrenzten bzw. nicht exklusiven Speicher der Grafiklösung, Iris Graphics 6100. Und wir sehen hier oben bei den FPS 10 bis 12. In unserer Crysis Warhead Benchmark Szene. Das ist also nicht so unbedingt flüssig spielbar. Ich kann jetzt noch mal ein bisschen durchs Gemüse laufen. Aber so richtig viel mehr wird es nicht. 15 haben wir jetzt. Ja, also so 12 bis 15 FPS, das ist für ernsthaftes Spielen natürlich nicht geeignet. Man kann sich es angucken, aber im Prinzip sind der 28 Watt NUC i7-5557U und Crysis Warhead damit nicht so ganz kompatibel in 1080p und Gamer-Details. Unser Broadwell-Prozessor, den wir neulich im Test hatten, der i7-5775C, also das Top-Modell im Desktop, das hat noch zusätzlich schnelleren Speicher, mehr Speicher und den ID-RAM, der hat es deutlich besser geschafft. Also die Grafikpower ist da, es krankt an der Speicherbandbreite.